Tja, so, liebe Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück. Das ist ein Teil. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Oh mein Gott. Sieht das grafisch geil aus. Ich glaube, wenn ich herunterfalle, ist... ja. Ja. Und noch der letzte Part für heute. Gegen das Rohr aus. Wofür bloß? Es kann Mitdeckung geben, wenn nötig. Die Partikel und der Dampf, die haben schon was für sich, ne? Ich glaube, hier laufe ich lieber mit dem Scharfschützen-Ding da rum. Ich muss unbedingt mal die Bildschirme hier ein bisschen umbauen. Diese Dinger transportieren Teile. Los. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich den irgendwie klein gehauen krieg. Jawohl. Ohne dass der andere was davon merkt. Das war's mit beiden. Ist das jetzt blau oder ist das weiß? Ne, ist was Blaues drin. Das ist gut. Yo, muss auch noch Ratten sammeln. Tatsache, ich habe eine Ratte mit einem Pfeil getroffen. Hinterfrage ich jetzt mal nicht. Nee, folgendermaßen, ich habe ja gesagt, ich wollte es heute noch machen. Mache ich ja auch noch. Das bedeutet... ja, was bedeutet das? Das bedeutet so viel wie wir werden auf jeden Fall. Das wollte ich heute auf jeden Fall. Ah, oh. Aber mehr als 120 FPS geht nicht, ne? Warum nicht? Warum geht das nicht? Begrenzt die Bildfrequenzrate um Flackern durch Bildfrequenzschwankung. Ja, das kriegen wir schon hin. Aber ich habe 144 Hertz. Warum? Ja, komm. Vielleicht ist das Spiel einfach... Vielleicht kann das Spiel nicht mehr. Gut, ich meine, hier gibt es jetzt nicht so viel zu rennen. Hier kann man mal ordentlich fett auf Grafik gehen. Ich sehe nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich würde mich gerne mal interessieren, ob es da kalt ist. Wie ein kleiner Springfloh. Aber kam ich nicht von da? Oder bin ich jetzt zurückgelaufen? Ja, hier, von hier kam ich doch, ich Vollidiot. Entschuldige, Aloy, das wollte ich nicht. Aber man konnte man wenigstens immerhin mal sehen, wie sie runterläuft. Also ja, nee, wie ihr merkt, so langsam werde ich auch ein bisschen... vom Kommentieren her ein bisschen. Meh. Da lang muss ich. Das wird ein Spaß. Der Spalte. Wozu ist es gut? Überbrücken wir es einfach mal. Gucken wir mal, was passiert, ne? Im schlimmsten Falle. Oh, sehr nützlich. Ah. Das ist eine interessante Brückenkonstellation. Doch. Muss man sagen. Ah, von hier unten kamen wir also. Okay. Sieht interessant aus. Vorratskiste, nehmen wir mit. Ich bleib trotzdem erstmal bei meinem Scharfschussbogen, auch wenn ich für die normalen
für die Wächter wahrscheinlich keinen Scharfschuss braucht. Das sollte eigentlich ein gezielter Schuss ins Auge ausreichen. Gut, machen wir mal die Tür auf hier. Hallo, Mutti kommt. Hier ist aber alles. Vorratskiste. Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich abtragen. Muss ich jetzt hier... Das werde ich vielleicht noch bereuen. Vielleicht. Ich glaube, das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Ja, also ich weiß nicht, wann ich loslassen soll. Soweit es nur geht. Okay. So. Will zwar... Okay. So, jetzt muss ich nur gucken, dass der mal herguckt. Geht aber auch so. Okay. Die Lüftung habe ich platt gemacht. Jetzt nehme ich das Ding, um hier rüber zu kommen. Ja. Okay. Ich verstehe. Ah, mit X lasse ich los. Okay. Das brauche ich relativ selten, aber es sieht schon geil aus hier, ne? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich glaube, der war ein bisschen überfordert. Das ist schön, dass ich Stufe 14 erreicht habe. Ich war... Oh, ich habe 3 Fähigkeitspunkte. Das ist natürlich eine Menge, ne? Ich will mal gucken. Munitionsbauer. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Horte, erhöhte Ressourcenplätze um 20%, ist auch nicht verkehrt. Reitmaschinen reparieren. Ja, nee, Ausbeuter. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas habe, wo ich hier Dingsbums ausbauen kann. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Horter macht Sinn, ja. Absprungschlag brauche ich jetzt nicht. Nee, ich würde gerne gucken, dass ich zum Beispiel die hier so Handwerker und so einen Scheiß raushaue. Einfach nur aus dem Aspekt her. Ich würde gerne, ja, wie heißt, Modifikationen raushauen. Ah, Bastler können entfernt werden. Okay. Da muss ich das leider machen. Das ist meine nächste Priorität. Müsste eigentlich mit denen auch gehen. Immer schön leise. So. Das ist eine Panzerkrabbe, ne? Scheiße. So, der kann eigentlich nicht mehr viel.
Schaden macht es jetzt gar keinen, ne? Wie, ich habe keine Muni mehr. Moment. So haben wir aber nicht gewettet. Jawohl, das hat gesessen. Gut, war jetzt nicht schön. Aber das lief gut. So. Nee, das läuft eigentlich alles ganz gut. Hier machen wir nochmal volles voll, ne? Ganz einfach. Und hier brauchen wir noch nichts. Die Scharfschusspfeile sind aktuell noch zu teuer dafür, dass ich zwei, drei vielleicht verschwenden mag. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich schlecht bin, sondern einfach... Ich will zwar nichts sagen, aber ich glaube, das ist das Herzstück. Hier wird also Energie, werden also Energieressourcen gewonnen. Oder verbrannt, man weiß es halt nicht. Wächter? Wie? Ich habe den Wächter nicht geplündert. Die Frage ist jetzt natürlich... Nee, nee, da muss ich nicht lang. Könnt gucken, ob ich vielleicht hier hochkomme. Doch, da oben muss ich auch. Ich meine, dass das ein offizieller Weg ist, aber da ist noch eine Kiste. Es sieht einfach echt geil aus hier. Sag ich ganz ehrlich. Aber hier müsste jetzt so... Naja, sagen wir es mal so, 100%, 100% Run haben wir jetzt hier nicht durchgesetzt. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Oh, wo ist denn jetzt mein iPad hin? Ich hab nämlich vergessen, wie lange ich schon aufnehme. Ist ja auch egal. Wir nehmen uns einfach hier ein bisschen Zeit. Und dann machen wir nur das hier in einem Video und dann ist der Käse gegessen. Kann ja nicht immer ein 45-Minuten-Video sein. So. Ich muss irgendwie da hoch. Weil ich hoffe, das ist so eine gute Idee. Es sieht aber so danach aus. Die Frage ist, jetzt gibt es hier noch Maschinen oder kann ich jetzt hier theoretisch... rumlaufen, wie ich blöd bin. Ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass es hier Ärger gibt. Ja gut, da unten gibt es noch was, ne? Feuerbrüllrücken. In diesen Dingern gibt es, glaube ich, immer eine Maschine, die du dann überbrücken kannst. Aber gegen die musst du, glaube ich, richtig brutal kämpfen, ohne irgendwie großartig jetzt dich verstecken können, zu können oder so. Ich hätte dann immer Schiss, dass das Seil zu kurz ist. Also, wenn man mich fragt und ich dann einfach irgendwo in der Luft hänge, bin ich ganz ehrlich... Das wäre dann... Das wäre dann für mich irgendwann zu viel. Aber ich glaube, das Seil von der Aloy ist relativ lang. Ey, gebt sich nicht mit kurzen Dingern ab hier. Das hat ihr nicht verdient. Hier kann ich noch... Ich muss gucken, dass ich irgendwelche Fallen aufstelle. Am besten... Warte mal, so ein Feuerbrüllrücken, ne? Schwächer Einschlag, dann würde ich das so machen.
Ja, hier muss ich ein bisschen aufpassen. So, der hat mich jetzt so, glaube ich, der müsste mich eigentlich auf dem Schirm haben, aber ich lasse ruhig alle Fallen hier ein bisschen laufen. Die Feuerfallen kann ich mir sparen. Ich kann die ja recyceln. Dementsprechend ist es gar nicht mal so verkehrt. Nur eine Frage der Zeit. Ja, ja. Abriss. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas machen können. So. Warte mal, ich bin da noch nicht so weit. Nein, nach unten! Ich habe doch X gedrückt zum Loslassen. So. Na, hier kann ich nichts hinstellen. Da und da. Hier eine Bombe. Das sollte reichen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht selbst in den Explosionsradius der Dinger gerate. Es war gar nicht mehr verkehrt. Warte mal, habe ich doch. Hier ist unser Gebiet. Komm, Bubi. Ist ja auf mit. Das kann ich. Okay, das lief besser als gedacht. Das hätte schwieriger sein können. Also nicht vom Dingsbums her, sondern das, ich hätte mich auch schlechter anstellen können. Nicht perfekt, aber schlechter. So, jetzt Kern überbrücken. Jetzt muss ich aber erstmal meine Fallen wieder herholen. Also ein paar Fallen haben es gebracht, manche haben es nicht gebracht. Das war schon mal ganz gut. Dementsprechend bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ja, ja, bin eigentlich sehr zufrieden. Es lief gut. So, wollen wir den Kern mal überbrücken? Und dann sollte das gehen. Super. Das hilft mir, sie zu überbrücken. Ich kann mich auch nicht bewegen. Das bedeutet, das Spiel ergibt mir auch unmöglich Dingsbums. Wie heißt's? Ich kann es unmöglich verkacken. Okay? Super. Ja, ja. Überbrückung freigeschaltet. Plünder, Graser, Sägezahn, Lanzenhorn. Geil. Geil. So, dann muss ich nur gucken, ob hier noch irgendwas rumläuft. Panzerkrabbe, die wollte ich doch. Die juckt mir schon im. Da juckt es mir schon im Kilt. Die suchen mich. Ich will zwar nichts sagen, aber
Oh, das Aua gemacht. Ja, schießt er noch mehr ab. Na komm. So. Deine Energie müsste eigentlich gleich im Arsch sein. Ja, letzter Schuss. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Balken-Gedöns hier, ja, von Horizon Zero Dawn 1 gefällt mir wesentlich besser als dieses Dingsbums bei Forbidden West. Das muss ich halt ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, ich bin einfach so der, so vom, jetzt lernt ihr vielleicht auch mal ein bisschen was von mir kennen. Ich bin einfach der Balken-Typ. So, begib dich zum roten Echo. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen. Weißt du was? Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier großartig mache, ich werde auf jeden Fall weitermachen. Die Frage ist nur, hat sich jetzt die Tageszeit geändert? Ich will mal was gucken. Was kann ich denn noch herstellen? Ja, ja. Plus 15. Inventar. Okay. Scharfschuss brauche ich Waschbärknochen. Hier brauche ich Reinholz. Reinholz. Ich brauche eigentlich nur noch Reinholz. Dann würde ich mal gucken, ob ich vielleicht... Da ist noch ein Waschbär. Das hält sich eine Weile. Okay, hier kann ich sowieso hin. Dahin muss ich. Hier ist noch ein Gebiet. Ich gehe erstmal zu einem Händler und guck mal, ob ich da schnell, ob ich da irgendwie jetzt, was weiß ich, ob ich da, keine Ahnung, Hoodie reinhauen kann und sagen kann, yo, gib mir mal ein bisschen Holz, man. So, wo haben wir es dann? Du musst doch, da ist ein Händler. Ich hoffe, du kannst. Ja, dann. Gefällt dir was? Rohstoffe, wo haben wir denn? Holzpaket. Ein Paket mit 200 Reinholz. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste eigentlich reichen. Tja, ich muss... Danke. So, dann machen wir das nämlich nochmal schnell. Verkauf gegen Metallscherben, Schatzkiste... keine Ahnung. Okay, ich kann irgendwas herstellen. Ah, das hatte ich schon ausgepackt. Okay. Gut, dann wollen wir mal was herstellen hier. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Oh, ja. Yeah. Ich fühl's. Ich fühl's einfach. Würde zwar nichts sagen, aber ich würde sagen, wir sind gut bestückt. Ich hoffe, du kaufst es. Gefällt. So, jetzt will ich noch mal gucken, ob ich noch ein bisschen Draht von dir holen kann. So, jetzt ja, sind wir ich pleite, aber... Ich habe keine Metallscherben. Oh, komm schon. Okay, okay. Passt aber. Passt. So, jetzt müssen wir mal was gucken. Was können wir denn hier noch machen? 60% Handhabung. Ja, ja, ja. Feuer und Feuer. 6%, 8%. Machen wir aus 5, 8%. Ja. So, ich hoffe nur allerdings... Das, ne? Woran man erkennt, ob Maschinen verdorben. Gut. Keine Sorge, das merkt man sofort. Gut, das. Doch, doch, ich bin glücklich. Folge ich
So, dann mache ich jetzt nochmal schnell einen Schnellspeicher, Hannes. Und dann würde ich sagen, reicht für heute. Macht's gut, Leute. Man sieht sich. Tschüss.